Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal My Restaurant. Das ist ein Zusammenschnitt vom gestrigen Livestream und viel Spaß. Hey Preston, was geht? Hey Roblox, Conny, welcome to my restaurant. I'll be showing you around, okay? Ja, komm, du brauchst mich nicht around. Oh, ich hätte Skip drücken sollen. Okay, ich öffne. Look, you have a customer. Ja, hi Customer. Cool. Wie geht's? Muss ich die Customer begrüßen? Okay, meinetwegen. Ich muss sie einlassen. Your customer is deciding what to eat. Warum? Ich entscheide, was die essen. Okay, du möchtest bestellen? Was willst du denn bestellen? Und was ist hier los? Time to interact order stand. Okay, ich will eigentlich das Tutorial nicht machen. Ich will es selbst erkunden. Preston, lass mich raus. Lass mich raus. Kann ich hier close drücken? Nein, ich muss das Tutorial schließen. Okay, it's time to cook. Interact with the order stand. Machen wir. Okay. That order stand is empty. Gut, dann machen wir erstmal ein Gericht. Darf ich kochen? Jetzt erstmal noch nicht. So. Möchtest du das? Ja, viel Spaß damit. Ich will aber jetzt nichts kochen. Ja, ich drücke auf Next. Let's show you the Big Shop. Oh mein Gott, der Big Shop. Wie geil ist das denn? Hier kann man Sachen kaufen. Yeah, bin ich fertig mit dem Tutorial, please. Ich will es doch nicht machen. Customer is almost done eating it. What hang long? Ja, okay. Ja, ich mach sauber und sie hat das Geld dagelassen. Guter Mann. Dann waschen wir noch ein bisschen ab. Waschen dauert auch echt lange. Komm, warum sollte das so lange dauern? Awesome Job. Now you've earned some money and hire an employee. Yeah, cool. Ich darf einen Mitarbeiter einstellen. Hey, du möchtest doch bestimmt mitarbeiten. Dann mach doch. Waiter or cook. Okay. Kannst du bitte diese Sprachblase da oben oder dieser Chat da oben, der macht mich fertig. Preston. Hä, wie läuft Preston überhaupt? Ist der dumm? Wie läuft der, hä? Preston geht's gar nicht gut. Okay, wir hiren jetzt erstmal Staff. Und ich würde sagen, erstmal einen Waiter, weil ich will die Kunden nicht selber bedienen müssen. Warte, wie viel Geld habe ich? Ich habe 114. Dann kann ich mir auch nur diesen einen Waiter leisten. Okay. Got a new friend? Nee, das ist kein Freund. Das ist ein Mitarbeiter. Ich spucke auf ihn. Das war's? Yay! Preston, jetzt verzieh dich endlich. Aber kann leider nicht. Ja, so ist das Leben. Oh mein Gott, ich habe den ersten Kunden. Und mein Mitarbeiter kümmert sich nicht drum. Bedienen den Kunden. Ja, vielleicht muss ich erstmal was kochen für den Kunden. Nee. Na gut, dann werde ich das hier wohl machen müssen. So. Müssen wir jetzt ein Sandwich kochen. Kochen wir das Sandwich auf dieser kleinen Flamme da oben links. Wenn das Sandwich dann endlich fertig ist, dann kann ich es ihr auch hoffentlich geben. Oder macht der das jetzt? Macht das jetzt mein Mitarbeiter? Was macht mein Mitarbeiter überhaupt? Na gut, egal. Wir kochen jetzt erstmal die ganze Zeit, bis wir genug Essen haben. Was wollen Sie essen, Lexi? Ja, das wäre echt schön, wenn ihr jetzt mitarbeiten könntet ohne irgendwas. Kann ich ja irgendeinen Spieler als Staff hiren? Ah, ich wünschte, das würde gehen. Das wäre so viel einfacher dann. Na gut, machen wir erstmal. Haben wir die jetzt auch bedient? Oh, wir haben zwei Herde. Stimmt, das ist smart, auf zwei Herden zu kochen. Oh mein Gott. Aber da sind noch mehr Kunden. Okay, das ist fertig. Machen wir dies, machen wir das. Geht's Ihnen gut? Haben Sie Hunger mitgebracht? Sehr gut. Ja, jetzt erstmal wieder ein neues Sandwich kochen. Ich koche irgendwie nur Sandwiches. Ist das ein Sandwichladen oder was? Warte, willst du mal zu meinem Sch kommen? Ja, aber erst wenn ich genug Geld habe. Oh, ich habe eine Pizza gekocht. Wann habe ich das denn getan? Ich kann erst zu deinem Restaurant kommen, wenn ich genug Geld zusammen habe, dass ich es mir leisten kann. Jetzt erstmal hier abwaschen. Neue Mitarbeiter einzustellen, dass hier alles ein bisschen automatisierter läuft. So, möchten Sie bestellen? Wunderbar, dann bestellen Sie jetzt. Wir kochen hier nochmal ein bisschen was. Und hier liegt Geld. Geld. Perfekt. Ich habe immer noch 94. Der nächste Mitarbeiter kostet mich 100, oder nicht? Guck mal, 100? Ja, 100 für einen Koch. Und der heißt dann auch noch Preston. Oh mein Gott, der beste Koch der Welt. Ja, komm. Geht alle rein. Nehmt alle Platz. So, hier geht's gut. Perfekt. Sonst habe ich nichts mehr zu kochen. Ich muss erstmal abwaschen. Wir wollen schon wieder Leute Platz nehmen. Ich bin überfordert. Ich brauche Aushilfskräfte. Ich kann es mir jetzt endlich leisten. Stuff. Ich habe einen Koch. Preston, nimm mir die Arbeit ab. Ich will nie wieder kochen müssen. Oh Gott, jetzt kann ich mir dein Restaurant angucken, Max. Conny, Pizza kocht man doch nicht. Natürlich koche ich Pizza. Guck mal, Preston kocht gerade auch eine Pizza. Hat extra den Herd dafür angemacht. Ja, machen wir noch ein. Ich glaube, wir brauchen mehr Herde. Okay, ich komme jetzt erstmal mit bei dir, Max. So, dann zeig mir mal, was du zu bieten hast. Tada. Es lädt. Ui, ist auch eine Menge Zeug hier drin. Aber es sieht für mich noch nicht so aus, als hättest du richtig viel gespielt. Also du hast viel mehr gespielt als ich, klar. Aber das ist auf jeden Fall noch nicht High-End. Gibt es hier noch eine zweite Etage? Kann man hier schon einen zweiten Stock? Oh, dritter Stock. Warte, da steht Wipe Floor. Warum habe ich die Möglichkeit, den Floor zu wipen? Ach, hier oben sitzen einfach nur Kunden. Alles klar. Warum steht da Wipe Floor? Ich möchte den Floor nicht wipen. Aber es würde mich interessieren, was passiert, wenn ich draufklicke. Ich glaube nicht, dass dann was passiert. Dann kommt, glaube ich, einfach nur ein Fehler. Das kannst du gar nicht machen. Wer ist das Game? Das Game heißt My Restaurant. Kann ich hier den Kunden helfen? Ich möchte die Kunden bitte bedienen. Aber ich kann leider nichts machen. Aber das wäre so schön, wenn man hier einfach für andere Leute mitarbeiten kann. Dann hätte ich so viele Arbeitskräfte. Geh mal in mein Restaurant. Welches ist denn dein Restaurant? Das hier ist es nicht. Okay. Ist es etwa das Restaurant dort?
Gucken wir einfach mal nach. Kicken wir mal nach. Bin ich auch gespannt, was hier für ein Weihnachtsupdate dann rauskommt. Jo. Warte. Nee, das ist Happy's Restaurant. Hier gibt's auf jeden Fall schon so ein bisschen Weihnachtsdeko. Ich glaube ja, genau so sehen solche Spiele aus, wenn man sie durchgespielt hat. Wir können auch gerne gleich nochmal in My Store reingehen. Dann könnt ihr da sehen, was ich da für ein Store gebaut habe. Da ist das genauso ausgeartet. Conny, wie viele Abonnenten hast du? Ich habe keine Ahnung. Ich kann deinen Text nicht lesen, wenn du dich bewegst. Hab meinen Account verloren. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall nicht. Dr. Löwe, hier ist dein Restaurant. Hallo. Ich habe den Reflex, dass ich immer springe, wenn ich in solche Sachen reingehe, weil ich weiß, wie das ausartet. Oh, du hast schon eine Menge Herde. Und nur 3 Tische? Das sind aber nicht viele Tische. Oder du baust gerade um. Ich wünschte, ich könnte mich hier hinsetzen. Naja, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in mein Restaurant. Gibt es hier auch einen Teleport? Ja, gibt es. Perfekt. Dann können wir hier erstmal wieder ein bisschen was einsammeln, ein bisschen was abwaschen und ein bisschen was kaufen. So, aber Sachen muss man sich ja hier bei Dings kaufen, ne? Erstmal kochen. Ich gehe mal kurz zum Restaurant. Zum Big Shop und hol mir da ein paar Sachen, die ich in den Store stellen kann, oder? Dem geht's gut. Und da ist schon wieder ein großes Restaurant aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob dieses Spielprinzip so viel Sinn macht. Im Endeffekt arten solche Spiele immer darin aus, dass man einfach alle Möbel irgendwo hin spammt. Und ich bin eher so ein Fan von Ästhetik, aber ich habe im Endeffekt dann auch so gespielt, ne? Darf ich den kaufen, please? Kostet mich 700 Robux. Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Herde. Und mehr Herde finde ich hier. Und ich wette, ich muss mit diesen hier anfangen. 150 Euro? Oh, da kann ich mir gerade mal einen leisten. Na gut. Und dann vielleicht noch eine weitere Spüle. Dann muss man das Spiel sein Restaurant irgendwann darauf auslegen, dass die Bots, die hier arbeiten, sehr effizient miteinander unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, wohin. Hier, du? Bitte sehr. Du möchtest die Pizza? Nee, du möchtest die Pizza. Du möchtest bestellen? Nein, du möchtest die Pizza. Ha, wusste ich doch. Sehr gut. So, wo haben wir es denn? Stuff, Recipes, Shop, Boosts. Also das sind die Recipes, die ich bisher habe. Cool. Floors kann ich dazu holen. Settings kann ich machen. Shop bringt mich zum Shop. Restaurant bringt mich zum Restaurant. Building habe ich dann wahrscheinlich unten, oder? Furniture, hier. Hier, alles klar, gut. Dann drehen wir den einmal, stellen den hier hin. Und jetzt haben wir einen Herd mehr, wo wir kochen können. Perfekt. So, ihr möchtet auch bestellen. Du möchtest eingelassen werden. Und ich werde hier grau. Kannst du mich adden? Heiße, ist mir egal, wie du heißt. Ich werde dich nicht adden. Bist du Star Wars Fan? Ich bin kein Star Wars Fan, aber ich mag Star Wars. Hab ich auf jeden Fall gerne geschaut. Auch Star Wars The Clone Wars ist eine ziemlich coole Serie gewesen, die viele Leute irgendwie nicht so sehr appreciated haben wie ich. Okay, ich soll dir folgen, dann folge ich dir mal. Server ist voll. Ja, das kommt vor, dass der Server voll ist, wenn ich in einem Server bin. Zumindest, wenn ich Livestreame. Use Restaurant. Oh, das ist mein Restaurant. Okay, springen, weil... Okay. Ja, das ist das, was am Ende passiert. Am Ende hat man das Ding einfach nur noch vollgeklatscht mit allem, was man sich so holen kann. Und deswegen appreciate ich so eine Spiele nicht so sehr. Ich habe ja sehr viel My Store gespielt, in der Hoffnung, dann irgendwann einen coolen Store zu bauen, aber der Grind hört nicht auf. Und ich bin jetzt wieder hier. Ich wurde rausgeworfen. So ist das Leben. Und ich muss zum Herd gehen. Oh. Ja, vielleicht sollte ich auch mal Sachen kochen, die ich mir vornehme zu kochen. Okay. Komm noch mal zu mir, weil ich gerade einen Glitch habe, den du sehen musst. Okay, dann schaue ich mir das auch noch mal an. Was ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsvideospiel ist Skyrim. Aber in Skyrim kenne ich schon alles. Ich habe Skyrim so oft durchgespielt. Ich habe einen Spielstand und jeden März habe ich immer so eine Phase, in der ich so 1-2 Wochen lang Skyrim spiele. Aber ich kenne halt schon alles. Das ist genauso wie mit Minecraft. Da gab es jetzt das Caves and Cliffs Update. Aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass es sich lohnen würde, jetzt nochmal eine neue Survival-Welt anzufangen. So, was möchtest du mir denn hier unbedingt zeigen? Der bekommt kein Gehalt mehr. Okay. Aber warum kann ich denn nicht deren Orders annehmen? Please, Orders. Also ich verstehe deinen Glitch nicht. Ich verstehe das Spiel wahrscheinlich einfach nicht gut genug. Oder dass der Typ hier drin steht. Ja, das kenne ich schon aus My Store. Das kam da auch ziemlich häufig vor. Kenne ich nicht. Ja, so ist das Leben. Ich gucke jetzt nochmal hinten zurück zu meinem Restaurant. Bestellt, gibt es hier einen, wasch hier ab. So, habt ihr noch Bestellungen? Ich glaube, ich muss mehr Leute einstellen. Ich muss mehr Leute einstellen und ich brauche mehr Dings. Aber ein Koch kann immer nur ein Gericht kochen. Ich weiß nicht, was lohnt sich eher am Anfang? Einen weiteren Koch einstellen oder einen weiteren Kellner einstellen? Ein Kellner kann eigentlich mehrere Kunden gleichzeitig abfertigen. Während der Koch ein Gericht kocht, oder nicht? Hast du Skyrim mit VR oder ohne? Ich habe Skyrim gespielt, bevor es VR überhaupt gab. Also damals gab es VR nur als grobes Konzept und es gab nur wenige Leute, die eine Oculus mal bekommen haben. Und ich habe nicht das Geld, um tausende Euro für eine VR-Brille auszugeben und ich gebe bestimmt keine hunderte Euro für eine VR-Brille aus. Weil wenn ich schon Geld für so eine VR-Brille ausgebe, dann will ich auch eine richtig gute haben, die ich dann auch über Jahre hinweg nutzen kann. Und nicht eine, die ich einfach nur nutze, damit ich mal irgendwie VR spielen kann. Und beim nächsten Mal hole ich mir dann nochmal eine neue VR-Brille. Das ist nicht so mein Style. Ich spare lieber jahrelang, bis ich was richtig Gutes habe. Und dann hole ich mir das. Und es reicht dann auch. Setzen Sie sich. So, $319. Ich werde hier arm. Man wird auf jeden Fall nicht reich in diesem Spiel. Was ist dein Lieblingsessen? Schwer zu sagen. Ich habe selten Lieblingssachen. Also, ich könnte jetzt sagen Pizza. Aber Pizza ist auch nicht das absolute
Ein Maximum. Ich esse gerne Pizza. Aber es ist nicht so, dass ich halt nur Pizza esse. Oder dass Pizza das Beste ist. Aber ich kann mich auch nicht festlegen. Das ist genauso wie, ich habe auch keine Lieblingsfarbe. Ich habe keine Lieblingszahlen. Ich habe halt keinen Lieblings-irgendwas. Oculus ist eigentlich ganz gut. Oculus ist eine Firma. Die haben verschiedene Brillen rausgebracht und manche davon sind richtig schlecht. Naja. Aber Skyrim VR ist auch so eine Sache, die würde ich gerne nochmal spielen, wenn ich dann eine VR-Brille habe. Ich wollte mir vor 2 Jahren eine Valve Index kaufen, aber die war da halt ausverkauft und dann habe ich einen Monat später mir gedacht, nee, jetzt gebe ich das Geld lieber für was anderes aus und deswegen habe ich keine VR-Brille. Jetzt könnte man sich eine Valve Index kaufen, aber ich bin nicht mehr bereit, das Geld dafür auszugeben. Gucken wir uns hier einfach nochmal ein bisschen um, weil der Grind in My Restaurant, der dauert auch ziemlich lang. Das war auch in My Store so. In My Store haben Victor und ich halt immer so aufgenommen für 20 Minuten und dann haben wir gefarmt für 3 Stunden. Und dann haben wir die nächste Aufnahme gemacht. Und hier müsste ich jetzt eigentlich auch wieder so 3 Stunden lang farmen, bevor ich wieder richtig was zeigen kann. Ich meine, was könnte ich jetzt machen? Ich könnte mir einen oder vielleicht 2 Herde kaufen. Ich kann mir noch nicht mal einen neuen Mitarbeiter leisten, weil die kosten 425 oder 450. Oh Gott, noch mehr Mitarbeiter kosten Robux? Oder erst wenn ich... Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Irgendwie wird man die bestimmt freischalten können. Aber viel mehr können wir hier jetzt auch nicht erleben, außer weiter zu grinden. Aber ich habe jetzt die 400 zusammen. Brauche aber 425. Bestellt. Bestellt. Kocht. Die Leute sollen mal fertig werden hier mit Essen. Oh, da liegt ein Sack voll Essen. Das ist gut. Endlich mal ein bisschen Geld bekommen. So. Jetzt direkt einen neuen Waiter einstellen. Also requires level. Okay, das macht Sinn, wenn man im Level aufsteigt, dass man dann mehr bekommt. Naja, ich trinke nochmal einen Schluck. Und übrigens finde ich die Soundeffekte hier im Spiel ziemlich anstrengend, weil man hört hier immer so richtig... man hört halt Geräusche von Tellern, von leeren Tellern, die irgendwie fallen... Also nicht fallen gelassen. Ihr wisst, man hört leere Teller und klick, klick und... Das ist irgendwie so eine unangenehme Atmosphäre von wegen, wir sind gerade am Essenstisch und haben uns nichts einander zu sagen. Finde ich ein bisschen unangenehm. Aber wie das Winter-Update morgen wird, da bin ich dann auch noch gespannt. Aber bis dahin müssen wir uns dann gedulden. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!